hinter ihnen geschlichen. Bam, bam. Nein! 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 Ah! Pissnelke! Ach, denkst du doch nicht ernsthaft. Die Schwächlinge haben sowieso gar keine Chance gegen mich. Es sind nur die Großen, die es irgendwie so ein bisschen... Ah, ich kann ja mal Wurf... Zack! Ja, klappt doch ganz gut. Oh, ich bin mieses Arschloch, bin ich, ich weiß, aber ich bin's gerne. Außerdem, er hat selbst entschieden, Soldat zu sein und er wollte gegen mich kämpfen, also was soll ich da anderes machen? Er hat sich selbst ausgesucht. Ne? Da muss er sich nicht wundern. Ich fäll schon mal gerade hier das nächste aus und dann ist der letzte Synchronisationspunkt im Königreich Efor Arkon. Liegt dann also auf dem Weg. Nur ein kleiner Umweg kurz und das war's dann auch schon. Warte mal, was... Ah, ne. Gut. Oh, cool. Eine Flagge. Hopp. Und weiter geht's. Juhu. Falsche Richtung, verdammt. Wo lang muss ich denn da? Dem Weg jetzt einfach folgen. Dann, Mädels. Die werden mich ja wohl nicht 200 Meter weit verfolgen. Das sind doch wohl nicht solche Freaks. Oh, ein Templer. Oder? Ja. Oh. Ja, werf mich erstmal rum. Spacken. Schön liegen bleiben. Bam, bam. Ah, mitten im Angriff hier. Seid ruhig. Hier geht es zwar eigentlich nach Jerusalem, aber auf dem Zwischenweg hier praktisch ist noch der Aussichtspunkt. Ach, mittendurch! Hopp. Na? Oh, geil, das Pferd greift auch an. Ja, nicht so viel labern, mehr kämpfen. Ach so. Du willst also sterben. Nein, zu früh. Bam. Oh. Der hat es gewagt, mich zu kontern. Zack. Bin die Rache Gottes. Oh Mann. Ja, und dann kommt der Bobo. Alter, hätte der mich da jetzt ernsthaft runtergeschmissen, ne? Alter, wie die mich auskontern müssen, ne? Alter, schon wieder, okay. Dann.
Also, und der musste jetzt nochmal kommen, der eine Schwächling da. So, greift mich an. Ich konnte jetzt nur noch. Oh. Ja. Ja. Fresse halten. Wurfmesser sind schon was Cooles. Schade, dass man nicht so aus einer gewissen Höhe irgendwie Sprungangriff machen kann. So. Ich weiß nicht, ob das im zweiten Teil ging oder auch im ersten und erst später kam. Als wäre er gestolpert. Geil. Ah, schön. Ja, Wurfmesser kann man in Massiv auffüllen. Oder im Assassinenunterschlupf in jeder Stadt, glaube ich auch. Oder aber man beklaut Gangster. Das sind die etwas dicklicheren Passanten, sag ich mal. Wo man auch schon sieht, dass sie so bewaffnet sind mit Wurfmessern oder sowas. Ja. Worauf ich mich freue, ist natürlich auch Assassin's Creed 3. Das soll ja richtig riesig werden, das Game. Ich bin mal auf die Ausmaße gespannt, inwiefern das jetzt so extrem wird. Und ob sich da überhaupt dann Let's Play lohnt oder ob das nachher 1000 Folgen sind oder so. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das noch größer als Skyrim. Und darauf habe ich ganz ehrlich keine Lust. Aber ich werde sehen. Ich werde sehen. Das muss ich sehen. Erstmal geht's jetzt mit Assassin's Creed weiter. Und danach mache ich dann Assassin's Creed 2. Und dann irgendwann mal 3, jetzt rechts hier. Gut. Kann man die auch per Pferd aufsammeln? Nein, muss man natürlich absteigen. Na, verfolgt er mich noch? Ja, da kommt er ja schon an. Da hast du mich gefunden, Spacko. Ach ja. Ich habe völlig vergessen, wie geil die Wurfmesser doch waren. Ah, Moment, Ohr juckt. So, und weiter geht's in Richtung letzten Aussichtspunkt vor Arkon. So. Noch 300 Meter. Dann sind wir da. Achso, ich dachte gerade, was sind das? Ratten? Und juhu! Einmal mitten durch, weil es so schön ist. Ja, später wird es noch mehr, sag ich mal, mit den Waffen und Kontern und so, das da werden dann nachher, man kriegt noch Verbesserungen, kann ich jetzt ja schon mal verraten, die richtig cool sind. Nein! Zack, in den Fuß und flack! Den Hals geliftet. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber ist cool geworden. Ah, dass die mal weglaufen müssen. Selbst schon. Ach so, wo kommt der denn her? Ich dachte, den hätte ich. Hab ich den nicht umgebracht? So, ab geht's nach oben. Letzter Aussichtspunkt. Dann haben wir auch schon alle im Königreich abgearbeitet. Na, noch ein bisschen.
Jawoll. Voll leise gerade. Aber richtig extrem. Oh, da unten ist so eine kleine Basis. Von den Templern. Ich glaube zumindest, dass das Templer waren. Ich weiß es nicht. Ja, waren Templer. Templer und Sarazenen, glaube ich. Ich will da aber jetzt nichts Falsches sagen. Tod dem... Ruhe hier. Oh ja, ich bin böse. Ich reite alles um, was mir in den Weg kommt. Ich töte alles, was sich mir in den Weg stellt. Echt übel. Ja, das nutze ich eben kurz. Was trinken. Um was zu trinken, immer diese abgehackten Sätze. Und man sieht, das Ganze hat sich hier ein bisschen verändert. Ne? Es ist jetzt wesentlich düsterer, kann man, denke ich, sagen. Nun gut. Und damit sind wir in Arkon angekommen. Und das meinte ich mit diesem Flair, was man aus den Filmen immer kennt. Alles düster, so... Ja, so feucht irgendwie. Ganz merkwürdig und... Leichen. Warum tut ihr das nur? Versuche nicht zu flüchten, alter Mann. Es gibt keinen Ausweg. Ah, war klar. Ach, der musste jetzt wieder sein hier, ne? Bam, 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 bam. Zack! Und Pam! Oh, die Konter sind so übel. Aber ich finde sie hammergeil. Nein! Ah. Den habe ich ein bisschen zu spät bemerkt. Oh, der im einen ist schon übel da. So. War das der letzte? Ja, das war der letzte. Doch riskier dich besser. Der sieht ja witzig aus. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Sie sagen dieselben Texte. Das finde ich schade. Das werde ich euch nie vergessen. Naja. Das war aber, glaube ich, neu. Ein Mörder läuft frei herum. Tauchen wir eine Runde unter. Und boah, nutzen das, um in Arkon reinzukommen. Nach Arkon reinzukommen. Wie auch immer, ich trinke erstmal noch was. Ja, das Untertauchen ist echt ganz hilfreich. Und das Schöne ist, sie laufen da auch noch rein. Ach ja, das dauert jetzt zwar einen Augenblick, aber so kommen wir ohne Probleme rein. Also ist hier ein Mörder in der Nähe. Ja. Der geht da gerade weg. So, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob man auch anders in die Städte reinkommt. Hier, das ist zum Beispiel... So einer. Um Himmels Willen, lasst von mir ab! Ja, ja, ist ja gut. Haben diese Tiere nichts Besseres zu tun, als sich die Schädel einzuschlagen? Ey. Oh, ey, meine Fresse nochmal. Nein, scheiße, war ein starker Angriff.